Jo Leute, bevor das Video startet, wollte ich nur kurz sagen, ich habe jetzt auch eine Partnerschaft mit myskins.de. Leute, außerdem haben sie noch eine Partnerschaft mit dem YouTuber Echtso. Also vertraut mir, die sind 100% real. By the way Leute, natürlich der erste Link ganz oben in der Videobeschreibung. Dort findet ihr billige und zu guten Preisen exklusive Skins. Die Seite ist 100% safe, sind auch richtig korrekte Leute. Schlagt auf jeden Fall zu Leute und lasst ein Follow da, die heißen auf Instagram myskins.de. Außerdem habe ich eine Partnerschaft mit 4ability, Leute. Besser Drink in meinen Augen. Ihr kriegt bei einer Bestellung 15% Rabatt mit dem Code INSIDEUNIT15. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In dem Video stelle ich euch eine Zone Wars Map vor, die ich gebaut habe. Ich habe ja auf Instagram und auf YouTube schon angefragt, ob ihr eine mal haben wollt. Und dann habt ihr mich auch angeschrieben, dass es gerade sowieso nicht so viele gute gibt, wo es dann auch die aktuellen Waffen gerade gibt. Und das ist eine Map, wo es gerade nur die aktuellen Waffen gibt, die es im Battle Royale Modus momentan gibt. Und wir töten uns jetzt noch nicht. Ich bin jetzt hier gerade mit ein oder zwei weiteren Spielern drauf. Ich habe eine runde Zone gemacht, weil im Endgame ist auch eine runde Zone. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die meisten Zone Wars Maps so... Sprachen lernen, Bubble. Warum die meisten Zone Wars Maps immer... so eine, keine Ahnung, so eine viereckige Zone haben. Aber ich habe eine runde Zone gebaut und die hält dann auch irgendwo da in der Mitte an, aber das werdet ihr gleich sehen, weil wir uns erst dann töten. Und ich habe hier so eine, mich für diese Insel entschieden, euch auf der zu bauen, weil im Endgame ist ja auch nicht immer alles flach, sage ich mal. Und Wasser ist hier auch und man kann alles abbauen, wie ihr hier seht, und kriegt dadurch auch Metz. Außerdem, wenn man einen Gegner tötet, kriegt man 50 AP und 50 Metz von jedem, also sprich Holz, Stein, Metall. Ja, ich glaube, ich habe zwei Raketenwerfer, also einmal diesen neuen und einmal den ganz normalen Raketenwerfer reingemacht, damit das nicht zu abfuckt. Man kommt eigentlich überall raus, ich weiß gerade nicht, wie viele Spawns es gibt, also man wird dann ja hochgebounced mit Bounce Pads. Aber wenn man halt irgendwo nicht rauskommen sollte, Leute, schreibt mir das in die Kommentare, dann werde ich nochmal eine neue Version der Map hochladen. Ihr könnt mir auf jeden Fall jetzt schon mal reinschreiben, wie ihr die ganze Map vom Aussehen findet und so. Hier sind auch einfach so Gebäude gebaut, das ist ja ganz normal. Und die Zone dauert 3 Minuten, bis sie dann im kleinsten Radius ist. Aber das werdet ihr sowieso gleich sehen, bis sie dann anhält. Denn die hält dann im Umkreis von 5 Metern an. Und dann ist das nochmal ganz eng. Und dann symbolisiert das nochmal so ein bisschen das Turteln, weil man dann direkt nebeneinander turtelt und alles. Und ja, ich finde die Map nice. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Benutzt gerne meinen Support-Creator-Code INSIDEUNIT. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie die hier stehen bleibt in der Mitte. Und wir fangen jetzt an, uns zu töten, Leute. Wir spielen das jetzt hier noch einmal ganz kurz zu Ende, sage ich mal. So, und gleich müsst ihr sie auch stehen bleiben in 6 Sekunden, damit ihr das dann einmal noch seht. So, jetzt sind wir hier in so einem Kreis stehen geblieben. Huch. Ja, das war's. Dann machen wir hier noch einmal kurz den Easy Win, Jungs, ihr wisst Bescheid. Ah ne, du hast da eine Trap platziert, ne? Huch. Ja, das war's, Marusch. Ja, Leute, ich würde sagen, lasst ein Like da, wenn die Map euch gefällt. Den Code habt ihr bestimmt schon eingeblendet gesehen und er steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ja. Go.